Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Best Of. Wir sind in den Laden Mazador. Ich hoffe, ihr habt den jetzt richtig ausgesprochen. Mir wurde den oft empfohlen. Auch bei Instagram habt ihr mir geschrieben, ihr sollt den testen kommen. Mache ich jetzt auch. Wir sehen uns gleich. Wie ihr gesehen habt, haben die einen Dönerladen und ein Restaurant nebeneinander. Wer Bock hat auf Döner, kann Döner essen. Oder wer Bock hat auf mehr, kann natürlich mehr essen. Aber wir gehen natürlich dahin, wo es mehr ist. Wir sind jetzt hier bei Mazador Restaurant. Daneben ist ja dieser Dönerladen, habt ihr ja gesehen. Der Chef hat uns gerade angesprochen, der will leider nicht ins Video, ist auch kein Problem. Wir dürfen auch gleich in die Küche, das finde ich aber sehr gut. Ja, ich darf natürlich filmen, wie die das gerade vorbereiten. Also ich habe jetzt nichts von der Karte bestellt, sondern er macht uns was. Ich weiß nicht was, aber er meint, er macht uns schon so einen Teller. Und ich bin gespannt, wie das wird, Freunde. Ich weiß nicht, wie das schmeckt, aber ich bin sehr hungrig. Und wenn ich hungrig bin, kann ich gefährlich sein. So, wir warten, bis er mich ruft. Bis gleich. Jetzt Essen ist da. Puh. Yo. Guckt euch das mal an. Also, das ist Grillteller für eine Person? Zwei Personen, ne? Puh, ich wollte schon sagen. Das ist mein Teller jetzt. Brutal. Okay, die haben mir halt das jetzt geholt, ne? Aber ich glaube, die haben vergessen, mir einen Teller zu holen. Oder die dachten, der ist eh dick. Das ist sein Teller. So steht so, so ein. Ah. Wir haben was entdeckt, Freunde. Warum machen die nicht Reis unten, ne? Weißt du, was geil wäre? Weißt du, was geil wäre, wenn die noch so eine Kohle unten haben, damit es so warm bleibt, ne? So Feuer rauskommt. So Feuer rauskommt, ne? Damit man sich verbrennt und denkst. Ich glaube, die haben wirklich Teller vergessen, aber uns hält nichts auf. Alles gut. Mmh. Alles, was vom Grill kommt, ist geil. Einfach geil. 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 Diffuse-Tee. Ursprünglich war das Nest-Tee. Wüsstet ihr das? Wenn nicht, habt ihr Pech gehabt. Mal gucken, wie Nest-Tee schmeckt. Boah, Quelle Gottes. Ich sag euch ehrlich, das Einzige, was mich dick macht, ist diese Getränke, nicht das Essen. Entschuldigung. Aber? Teller und Gabel nur, wenn habt ihr? Ach, alles gut. Alles gut, alles gut. So, wir warten jetzt auf Dings. Dann probiere ich mal schnell. Ich pack das hier zur Seite, damit ihr euch auch seht. Komm zu meiner Süße. Oh, Gucci, Gucci, Gucci. So, ich danke dir. So. Ich brauche keine Energie, ich brauche kein Brot. Alles gut. Also man könnte eigentlich noch Brot holen, dies, das, aber will ich nicht. Ich probiere jetzt einfach, also Hähnchen. Ich schwöre, ich lieb's. Boah. Muss ich jetzt bei den anderen probieren. So. Adana ist noch ein bisschen roh. Was sieht man hier? Ein bisschen rotlich. Aber ich denke, das ist in Ordnung, oder? Das ist giftig.
bin schon reich. Aber scharf. Ich glaube, die haben scharfe Gewürz. Aber ich habe, was ich hier gefeiert habe, ist wirklich das hier. Also das Fleisch ist hier zart, Hähnchen auch wirklich, also nichts fett oder so. Unglaublich lecker. Was kann man noch probieren? Ich probiere noch für euch Fleisch. Also ganz, ganz leicht roh, medium. Mal gucken, ob das... Und? Geschmack auf das? Boah, du isst einfach geil. Nicht fettig oder so. Also ich muss aber echt sagen, das Hähnchen habe ich hier, ich feiere das gerade unnormal hier. Ich finde diese Gewürze, was sie reinmachen, ist ganz anders als die Hähnchen, was ich jetzt woanders gegessen habe. Ha? Hähnchenjagd. Ja, aber kann ich nicht, das kann man nicht vergleichen, Bruder. Wie nennt man das sonst? Kotelett. Kotelett. Ja, ich glaube Lammkotelett. Einfach Kotelett. Komplett, komplett. Komplett, komplett. So, wir haben das hier noch nicht probiert. Ich bin gespannt, wie zart das ist jetzt. Oha, das geht ja richtig schnell durch, du. Okay, außer hier hinten jetzt. Können wir das auch medium? Boah, ich feier das voll, weil das medium ist. Ist trotzdem so richtig zart. Wirklich, du beißt rein, bam. Schmilzt auf Zunge, bam, bam. Geil. Hammer. Wirklich. Freunde, ich habe das vorhin nochmal erwähnt. Es gibt halt viele Läden, wo wir Adana gegessen haben, Hähnchen gegessen haben. Aber viele machen anderes Gewürz rein. Zum Beispiel hier, Adana. Bei denen ist es ein bisschen auf scharf und bei anderen nicht. Und das schmeckt überall ein bisschen anders. Und deswegen teste ich das gerne, um euch auch nochmal zu zeigen, dass das hier ein bisschen anders schmeckt, als zum Beispiel jetzt Özelfa in Hannover zum Beispiel. Ne? Zum Beispiel Birol ist auch ganz anderer Geschmack. Deswegen ist es immer noch schön zu sehen, dass es noch trotzdem so schöne Läden gibt. Aber die machen anderes Gewürz oder mehr Gewürz, weniger Gewürz. Es ist je nachdem, wie die das machen. Ne? Und dieser Grillteller ist für zwei Personen. Also er macht auch wirklich satt. Also ich habe gerade nur probiert, hier kann man das nochmal sehen. Ich habe wirklich von jedem Stück was probiert. Und ich sage euch ehrlich, auch wenn ihr mir das nicht glaubt, ich bin ein bisschen satt geworden. Und das nur durch Probieren. Jetzt stell mal vor, man ist hier mit zwei Personen, man isst richtig. Man kriegt noch Brot, Salat. Ich habe gesagt, ihr braucht nicht Salat zu holen. Oder Brot zu holen, brauchen wir nicht. Das ist viel zu viel. Deswegen so, ne? Was ich sagen kann, ist einfach, dass diese Location hier richtig schön ist, ruhig ist, sehr freundliches Personal. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Adana macht die ein bisschen scharf rein, ne? Ja, ja. Ja, ne? Geil. Also das habe ich auch gefeiert, dass dann so ein bisschen scharf drin ist. Es war nicht überall so. Zum Beispiel, ich vergleiche sehr gerne. Zum Beispiel in Köln war das viel zu salzig in Köln. Ich verstehe nicht, warum hat dieser Laden so einen Hype? Oder ich habe einfach einen schlechten Tag erwischt, ich weiß es gar nicht. Ich muss den nochmal probieren, Kebabland. Aber, Freunde, ich kann euch empfehlen, geiler Laden, sehr lecker. Und die Bewertung gibt es, wie gesagt, immer am Ende. Bis gleich. So, Freunde, das war es erstmal mit dem Video. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wir kommen kurz zu der Bewertung. So, für mich hat das jetzt ganz eine 9 von 10 bekommen. Es war wirklich, wirklich ein sehr, sehr, sehr entspannter und schöner Laden. Wir können nächstes Mal wieder hin auf jeden Fall und da mal den Döner testen. Ich mache mal so eine kleine Döner-Tour in Hamburg. Da kann ich natürlich gucken, wo es Halal und leckere und gute Döner gibt in Hamburg. Das war es erstmal mit dem Video. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Vergiss nicht zu liken, kommentieren und abonnieren. Und wir sehen uns im nächsten Video. Adios.